Ich gehe jetzt mal hier ran. Seit 10 Monaten arbeite ich an einer neuen Karte für Bayezid. Doch er ist alt und ich ein Perfektionist. Vielleicht weiß der nächste Sultan meine Arbeit zu schätzen. Nun, wie kann ich helfen, Ezio? Rauchsignalbomben. Wie funktionieren die? Ihr kennt sicher das alte Sprichwort, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Die Bomben spielen mit dieser Idee. Sie erzeugen eine dichte Qualmwolke, damit die Stadtwache glaubt, es brennt irgendwo. Diese Bomben sind leise. Es werden also nur die angelockt, die den Qualm sehen. Raffiniert. Ich werde es probieren. Wo Rauch ist, ist auch Feuer. Das ist aber auch ein bisschen grenzwertig, ne? Also wenn ich jetzt rausgehe und draußen ist Nebel und ich denke, das wäre Rauch, dann, oh mein Gott, es brennt. Ja, na gut, das war jetzt ein schlechtes Beispiel. Aber trotzdem, Piri, Reis, Rauchköder, Bomben, das klingt doch geil. Rauchköder sind doch immer cool. Ersetzt wahrscheinlich diese klassischen Rauchbomben jetzt hier. Lernen Sie, wie man Rauchköderbomben einsetzt, indem Sie den osmanischen Hauptmann eliminieren, der Informationen an die Templer verkauft. Und volle Synchronisation gibt es auch. Niemand außer den Zielen töten. Niemand außer den Zielen. Immer dran denken. Zielen töten. Aber wieso töten? Den Zielort aufsuchen. Die Rauchköderbombe lockt alle Wachen an, die ihre Rauchwolke sehen. Oh, schön. Geh mal hin. Eine Rauchköderbombe auf die Zielmarkierung werfen. Halten. Jetzt muss man so ein bisschen mit dem linken Analogstick steuern. Und da sehen wir gerade so ein paar Leute, die da rumlaufen. Ihr wisst schon, dass ihr gleich Rauch abkriegt. So, zack, bums. Rauchköderbomben sind leise und locken nur jene Wachen an, die Rauchwolke direkt sehen. Okay. Wir sollen jetzt weitergehen, weil wir sollen ja jetzt nichts töten, außer unsere Ziele. Oh, shit. Hier sind überall Wachen. Wir gehen mal schnell hoch. Lego! DC Super Villains wieder. 85%. Das heißt, du bist bald durch, John Constantine. Das ist schön. Gehen wir hier hoch. Zack, Spitze. Und da haben wir Ziele. Also die müssen wir töten wahrscheinlich. Oh, und einen Schatz auch noch. Die Rauchkette-Bombe lockt Ziele zu einem bestimmten Ort. Ja, sie eignet sich gut dafür, ein Ziel aus einer Menge wegzulocken. Ja, das war früher nicht der Fall, tatsächlich. Rauchbomben sind eigentlich nie früher als Weglocken gedacht gewesen. Aber jetzt anscheinend schon. Rauchbombe. So, warten, bis beide die Ziele losgehen, dann einen Luftangriff üben. Aha. Also, Attentaten! Oh, und wir haben eine Trophäe bekommen. Der Übertreiber. Eliminieren Sie 50 Wachen mit der versteckten Klinge. Natürlich ist das jetzt nicht nur der Erfolg für diese zwei Menschen gewesen, sondern wir haben ja schon ein bisschen länger gespielt. Warnung, aus dem Gebiet fliehen. Werde ich machen. Scheiße, hier sind überall Wachen. Hier auch. What? Hier auch. Hier auch, okay. Überall ist versperrt der Weg. Und ich komme ja auch nicht hoch. Das geht ab. Ich muss hier raus. Hier haben wir noch Diebe, die können wir auch mal einsetzen. Ups, das war jetzt keine... Das war jetzt keine Anheuerung. Ich habe leider noch die Steuerung von Assassin's Creed Brotherhood drin. Da konnte man mit Dreieck die anheuern. Das ist ja jetzt hier anders. Hier ist es jetzt mittlerweile Kreis. Also ein bisschen anders ist das schon jetzt alles. Die Diebe habe ich jetzt gleich mal zum Weglocken geschafft und wir sind fertig, denke ich mal. Und haben die 100% Piri-Reis, Rauchköderbomben. Ja, aber auch lehrreich, denn wir wissen ja jetzt, dass die Rauchköderbomben auch locken können. Ne? Das ist ja so, für mich zumindest, brandneu. Und schon wieder sind wir hier an der Ecke. Also jedes Mal müssen wir hier hingehen, damit wir hier wieder hergeschmissen werden.